Und damit herzlich willkommen zurück zu Earth 2150. Wieder das Agma-Labor. Also gut, wir haben einen neuen Prototypen. Fang 3. Sicher hast du Zeit und Lust, noch eine Testserie durchzuführen. Natürlich. Warum nicht? Das Artefakt wurde lokalisiert. Warum gehört mir jetzt alles? Störungen der Erdumlaufbahn haben auf der Erdoberfläche zu einer plötzlichen Klimaerwärmung geführt. Dadurch sind die Polkappen geschmolzen. Der Wasserspiegel der Ozeane ist enorm gestiegen und riesige Bodenflächen sind überflutet. Nach Ansicht der Wissenschaftler werden die Polkappen voraussichtlich binnen 3 Monaten vollständig abschmelzen. In den nächsten 24 Stunden werden die Tagestemperaturen 22 Grad erreichen. Nachts kühlt es auf etwa 12 Grad ab. So weit sind wir also schon mit dem Wetter. Unser Gebäude wird angegriffen. Ey, cool, Anna schon verrot. Von Nishit Chels, Juniper Procrast Minotan Brook. JPMLC. Themenkomplex, Alarmstufe rot. Was? Wir sind Command & Conquer? Hilfe! Achso, das ist nur Themenkomplex. Sorry. Oh nein, eine der Testpiloten ist eine Verräterin. Sie greift unsere Basis mit dem neuen Prototyp an. Hilf uns bitte, die Scanner verzeigen Fernbewegung im Süden. Die Verräterin darf nicht zu ihnen durchkommen. Nicht mit unserem Fang. Zerstöre den Prototypen, wenn nötig. Okay. Ich kann mir für mein Fang ein Schild holen. Bleib bitte hier. Oh, ist sogar grün. Ich glaube, das ist sie, die. Gebäude verloren gegangen. Ja, es ist mir egal. Die Schallkanonen, die sind auch so super. Wie sehr wenig Material. Ach so, weil die versuchen hier zu erforschen. Wetterkontrast. Brauche ich nicht. Ist irrelevant. Nochmal. Entladen. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich wollte gerade sagen, die Einheit brauche ich eh nicht mehr. Von daher kann sie immer zuerst angreifen. Fang, wo bist du? Ich schick dich eigentlich schon mal als erstes mit. Da. So. Und ihr? Ich meine, das sind Lufteinheiten. Oh, hi. Wahrscheinlich fliegst du direkt hier hin? Ja. Guck mal. Ich habe Lufteinheiten mitgebracht. Dagegen kannst du nichts machen. Aha. Die haust du nochmal weiter ab. Sogar hier. Okay. Aber wie gesagt, gegen Lufteinheiten kannst du nichts machen. Die Einheit ist nicht zu retten. Alter. Hallo? Wo geht's hin? Unser Gebäude wird angegriffen. Wohin? Okay. Gebäude verloren gegangen. Mal weiter. In den Tunnel. Was soll das? Die Verräterin ist leider entkommen. Zum Glück ist bei der Explosion der Basis niemand verletzt worden. Das Projekt ist vorerst gestorben. Alle Unterlagen sind vernichtet worden und wir haben keine adäquate Forschungsstation mehr. Trotzdem danke, Hiski. Das Ganze war nicht dein Fehler. Glück und Glück. Projekte. Okay. Speichern wir mal. Machen wir mal Neustart. Warte mal. Ich will mal laden. Das letzte Mission. Ende Akmele. War doch bei Kane. Was haben wir denn zuletzt gespielt? Welche Mission war das denn? War das wirklich bei Kane? Ja, das war richtig. Okay. Mission beenden. Ich will was. Auszesten, entladen, bitte komplett laden. Ich will nur Fang drin haben. Dass der, ich will nur mich drin haben, sagen wir so. So, mal bitte rein, wieder. Dann starten wir mal, im Labor. Kennen wir schon. Holen wir uns mal sofort. Unser Gebäude wird angegriffen. Ja, kennen wir auch. Ich will wissen, wie das ist. Ob ich wirklich schaffe, Gebäude verloren. Ja. Ob ich das wirklich schaffe. Komm schon, mach hin. Der Transporter ist entladen. Dahin. Sehr gut. Volle Kanne.
Frage, ist mein Fahrzeug schneller? Ja, mein Fahrzeug ist schneller. Gut. Sag mal, volle Kanne überholen. So, schaffst du es anzugreifen? Komm schon, komm schon! Einmal immerhin. Komm schon, greif an! Greif an! Oh, was ist das denn? Sollst einfach angreifen. So, wo ist das Fahrzeug jetzt? Angreifen, angreifen. Oh, das gibt's doch nicht. Neu starten. Ich will das Fahrzeug zerstören. Ist nun mal so. Ich will Transporter. Ich will das schaffen. Tipp, so. Zerstören. Ich brauch das hier nicht. Geh einfach weg. Es muss nicht da sein. Das ist vielleicht ein bisschen schneller dann. Na los. Transporter. Der Transporter ist an. Na komm. Laden. Super. Das Artefakt wurde gebaut. Gott, ja. Na, okay. Wie macht man das denn? Ah, jetzt. Jetzt hat es einmal geklappt. Na komm, noch einmal. Noch einmal. Nicht andersherum. Ich dich. Ja, komm. Oh Gott. Was ist das denn? Ah, da vorne das Schild ist dann hier auf 4000 und 3600. Das ist bei der ELC echt krass. Das. Dieses dämliche Hinterhergucken. Na komm! Das gibt's nicht! Das gibt es doch nicht. Dankeschön. Danke. Es hat geklappt. Versende nicht. Ah, kommt wirklich was anderes. Themenkomplex Projekt Tenebrae. Die Feng wurde zerstört und die Verräterin ist tot. Wie konnte das nur geschehen? Eine Schwester hat uns betrogen. Ich kann es einfach nicht glauben. Danke für deine prompte Hilfe. Das war verdammt knapp. Ja, das war wirklich knapp. Zum Glück ist bei der Explosion der Basis niemand verletzt worden. Das Projekt des Feuers ist gestorben. Alle Unterlagen sind vernichtet worden. Und wir haben keine adäquate Forschungsstation mehr. Die Göttin hat uns deutlich mitgeteilt, dass unsere Forschung missbilligt. Das Projekt ist einzustellen. Wir alle trauen um Schwester Yadima Laika, die den falschen Weg wählte, aus welchen Gründen auch immer. In Liebe und Trauer, Coin. Ja gut. Aber wir haben jetzt ein 3600 HP, ja. Redos, das ist echt heftig. Das ist wirklich viel. Aber gut, dass unser Fahrzeug wesentlich schneller ist. Sonst hätte man das nicht geschafft. Boah. Dass die Waffe auch erstmal so Feinde daherguckt. Ah, treffe ich die so? Oh, ja. Geht halt nicht so schnell alles. Na dann. Zur Basis. Ja. Tschüss. Und wenn das weg ist, kommt das da. Gebäude verloren gegangen. Heute haben unsere Truppen eine Niederlage einstecken müssen. Dieser Misserfolg wird sich leider nachteilig auf die Fertigstellung unseres Evakuierungsschiffes auswirken. Warum wirkt sich das negativ aus? Ja. Ja, eure Munition ist irgendwann alle, also von daher. Macht Tschüss. Das schöne Labor. Okay. Ja. Gut. Obwohl, nee, ihr nicht. Gut, dann war es das mit der Folge. Wir sehen uns dann
In der nächsten. Wir sehen uns nie. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.